Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Life. Wir sind wieder zurück auf der Ranch von unserem Onkel. Und hätte ich gesagt, dann machen wir auf jeden Fall auch gleich weiter. Er sagt auch schon hier, willkommen Sandy. Ja, unser Pferd ist super gut gelaunt. Ja, Springen und Dressur wollen wir doch eigentlich noch gehen, ja? Wie ging das jetzt nochmal? Ich möchte jetzt erstmal trainieren. Dressurtraining, das haben wir noch nicht gemacht. Oh Gott, wie ging das jetzt nochmal? Oh Gott. Oh mein Gott, wir sind so süß. So, das ist dein erstes Dressurtraining auf meinem Gestüt. Hör gut zu, beim Dressurreiten kommt es besonders auf Rhythmus an und auf das Vertrauen zwischen dir und deinem Pferd. Um Figuren zu reiten, musst du genau beachten, welche Kommandos du Hemera gibst. Wenn der Rhythmus nicht stimmt, wird Hemera die Figur nicht ausführen, oh boy. Sieh dir genau an, was du für die Figur tun musst und gib die Kommandos vor allem im richtigen Moment. Oh no! Es ist alles eine Frage des Rhythmus. Ich werde dir zuschauen. Oh no, das auch noch. Was muss ich tun? Schritt. Wie ging das nochmal schnell? Ich weiß es nicht, kann mich nicht mehr erinnern. Was? Was muss ich denn tun? Hallo? Ich weiß ja nicht, was ich tun. Mein Gott, sieht das toll aus. Ja, was muss ich denn machen? Ich weiß es nicht. Hallo? Vielleicht muss ich irgendwas mit der Maus drücken. Oh, das ist wieder schon wieder anstrengend. Ich kann. Ah, jetzt! Oh mein Gott, mit der Maus! Oh, das sieht voll toll aus. Hä? Das sieht so toll aus. Habt ihr das gesehen? Okay, wir schaffen das. Wir kriegen das irgendwie hin. Links, ich muss links und rechts mit der Maus klicken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sehen so toll aus. Oh mein Gott, seht ihr das? Ihr seht das nicht. Oh mein Gott, wir sehen so klasse aus. Die sehen so mega, mega klasse aus. War das jetzt gut? Yes, das war perfekt. Schau mal, die Pirouette. Guckt mal, wie wir das toll machen. Es tut mir leid, ich bin hysterisch. Aber schaut mal, wir sind auf so einem perfekten. Ausgezeichnet. Du hast beide Trainingslektionen abgeschlossen. Also kann ich dich für alle Wettkampfprüfungen anmelden. Wie die Zeit verfliegt, der Tag ist schon bald zu Ende. Ach so, wir spielen irgendwie immer den Tag nicht zu Ende. Ruh dich jetzt aus, okay. Das hätten wir mal machen sollen. Hallo Sandy, was für ein schöner Tag. Was möchtest du heute Morgen gern machen? Was ist los, Sandy? Vernachlässigst du dein Pferd etwa? Es kann nicht immer nur an Wettkämpfen teilnehmen. Es braucht auch mal etwas Ablenkung. Hallo? Also Entschuldigung mal, also ich war doch total nett zu meinem Pferd. So, dann gehen wir doch gleich mal ein erstes Foto haben wir doch schon gemacht. Okay, wir gehen erst einen Ausritt machen, oder? Oh Gott, wie ging das jetzt nochmal schnell? Ich glaube, ich muss links und rechts, aber vielleicht kann ich auch mit der Maus klicken. Das wäre doch cool, oder? Reite mit Hemera bis zum Ende des Weges. Alles klar. Nee. Ich kann nur mit diesem Pfeiltasten gehen. So, oh mein Gott, jetzt ist es wieder so schön. Seht ihr das? Oh, das Spiel ist so, so schön. Ich bin aber immer noch so traurig, dass ich My Horse and Me nicht spielen kann am PC. Ich verstehe gar nicht, warum das nicht geht, weil ich glaube, My Horse and Me ist noch schöner. Ich habe das ja am Nintendo DS, nicht mal 3DS, am 3DS geht es nicht. Es geht nur am Nintendo DS. Wir haben Gott sei Dank beide.
Und da ist die Grafik wirklich schlecht. Die ist wirklich so schlecht. Und ja, das ist echt total traurig. Falls ihr wisst, was wir machen können, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ja, im Moment suchte ich Star Stable ohne Ende. Und wenn ich nicht gerade Star Stable suchte, dann suchte ich die Sims. Das ist gerade im Moment echt richtig schwierig mit mir. Was ist denn euer Lieblingsspiel? Ich finde das Spiel aber so angenehm. Ich spiele das immer total gerne am Abend, so kurz vorm Bett gehen oder so. Ich finde das total entspannend. Geht es euch auch so? Ich glaube, ich habe das beim letzten Huch. Sind wir ein bisschen abgedriftet. Ich habe es gleich beim letzten Mal schon gesagt, dass dieses Spiel einfach so einen. Ja, so einen extremen Entspannungswert für mich hat. Einfach so. Ich glaube, das Spiel ist von 2008 oder 2009 und. Ah, das versetzt einen nochmal so zurück. So von vor 10 Jahren oder so. Ah, ich finde es einfach so klasse. Es haben mich ganz viele Leute in den Kommentaren gefragt, ob ich dieses Spiel empfehlen würde. Und wenn ihr das billig bekommen könnt, dann auf jeden Fall. Also ich habe das Spiel auf Medimobs, glaube ich, gekauft für 10 Euro. Und es hat super funktioniert. Also das Spiel, wie gesagt, My Horse and Me hat nicht geklappt. Aber dieses Spiel hat funktioniert und ich finde es einfach super schick. Ich bin mal gespannt, wann wir uns nochmal ein Pferd holen können, weil ich glaube, auf der Verpackung stand, dass man mehrere Pferde haben kann. Das fände ich natürlich auch super nice. Ich bin ja so immer so die Pferdesammlerin in den verschiedenen Spielen. ja, und das fände ich richtig toll, wenn wir noch ein paar mehr Pferde bekommen könnten. Obwohl Hermera jetzt auch schon wirklich eine super, super tolle Stute ist. Oder was meint ihr? Ich finde sie total perfekt. So, wir brauchen noch ein paar Sprünge tatsächlich, bis wir den Ausritt hier beendet haben. Ich hoffe, dass sie dann wieder ein bisschen besser gelaunt ist. Oh, wir haben das Ende des Ausritts erreicht. Seht ihr das? Gut gemacht. Du hast den Ausritt abgeschlossen. Oh ja, brave Hemera, Prima. Ganz Prima. Ja, Prima, fein. So, ich habe den Ziel des Ausritts erreicht. Ja, super cool. Das war ein guter Ritt, sagt der Onkel. Ja, wunderbar. Ich finde auch, dein Pferd ist bestimmt wieder sehr zufrieden. Ja. Oh, ein Artikel wurde in deinem Inventar hinzugefügt. Ui, 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 in meinem Inventar. Wo ist denn mein Inventar? Meint der mein Inventar hier? Oh, ich kann auch ohne Helm. Geht es auch? Okay, was wurde denn hinzugefügt? Ein neuer Sattel. Ein Dressursattel, aber wurde der wirklich hinzugefügt oder habe ich den einfach so bekommen? Gerade vorhin. So, wir können aber auf jeden Fall ein Turnier dann noch gehen. Jetzt weiß ich nicht. Wir können sie mal. Warum frisst die Stroh? Also, Pferde fressen Heu. Was ist hier los? Sie ist super gut gelaunt. Ja, ich weiß, dass ich mich immer über mein Pferd kümmern sollte. Ja, sie ist eigentlich ganz gut gelaunt jetzt, oder? Ich denke, wir könnten jetzt Amateur-Dressur gehen, oder? Ich glaube, ich brauche meine Maus dazu wieder. Oh, da ist wahrscheinlich wieder die dumme Kuh dabei, oder? So, dann gehen wir mal los. Oh mein Gott, wir sehen so toll aus mit unserem neuen Springsattel, mit unserem neuen Dressursattel. Seht ihr es? Unser Dressursattel sieht so klasse aus. Oh, das war perfekt, oder? Ich hätte vielleicht noch ein bisschen schneller reagieren können. Aber nein, perfekt, jawohl. Es hat perfekt angezeigt.
Oh mein Gott, es ist so spannend. Das sieht so toll aus. Oh mein Gott. Wir schaffen das. Kommt, wir schaffen das. Wir schaffen das. Hemera, wir schaffen das. Oh, sie sieht so toll aus in Dressur. Oh mein Gott. Also ich springe ja super, super gerne. Also nicht in echt, weil in echt kann ich gar nicht springen. Aber in den Spielen springe ich total gerne. Aber Dressur. Oh, das ist voll aufregend irgendwie. Obwohl wir jetzt nicht viel machen oder so. Aber. Das sieht so schön aus. Ich glaube, jetzt müssen wir gleich wieder irgendwas drücken. Das, glaube ich, war perfekt, oder? Die Wendung im Schritt müssen wir jetzt gehen. Wow, es war perfekt. Oh mein Gott, es sieht so. Oh mein Gott, es sieht so toll aus. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin hysterisch. Oh nein, ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh nein, ich habe. Oh nein. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Oh nein. Ich habe zu spät oder zu früh geklickt. Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Jetzt habe ich es doch im Griff. Perfekt. Boah, sieht das toll aus. Oh mein Gott, seht ihr das? Traversale nach links im Schritt. Also ganz ehrlich, wir können das total gut. Ey, wir sind Dressur hier Champs. Oder was sagt ihr dazu? Was gefällt denn euch besser, Dressur oder Springen? Was findet ihr besser? Ich finde es jetzt hier gerade so spannend. War das gut? Oh Gott, war das gut? Yes, perfekt. Okay, also wir haben das hier voll im Griff und seht ihr den schönen Dressurplatz, der sieht so toll aus. Was ich krass finde, ist, dass die Turniere hier voll lange gehen. Das ist, ja, das ist so dem echten Leben total nachempfunden. Ich finde das total klasse, ehrlich gesagt. Und seht ihr den Dressursattel? Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar, sieht so toll aus. Und wie sie sich den Hals aufwölbt, gell? Also sie gibt sich einfach auch so viel Mühe. Nein, ich hab's verpasst. Scheiße, das habe ich wieder nur durchschnittlich. Oh no. Nosy dosy. Oh, sind wir auch hübsch. Was ist jetzt? Ich kann nicht drücken. Oh nein. Jetzt haben wir eine Verweigerung. Warum kann ich jetzt nicht. Warum kann ich nicht drücken jetzt? Hä? Hä? Und dann habe ich sie verwechselt. Oh nein, ich habe es voll verkackt, Leute. Ich muss immer drücken, wenn das Licht leuchtet, glaube ich. Das habe ich jetzt so schön gemacht die ganze Zeit und jetzt habe ich es voll verkackt. Das ist. So, jetzt haben wir es wieder im Griff. Nur die schwierigen Tastenkombinationen, die habe ich noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Übung macht den Meister, oder? Was meint ihr dazu? Wir haben es geschafft. Also nicht wirklich, glaube ich. Ich glaube, wir sind schlecht gewesen. Wir hatten, glaube ich, zwei Verweigerungen, oder? Wie viele waren es? Das waren relativ viele, glaube ich. Ich habe 79 Punkte bekommen. No dress right result. Wir sind zweiter Platz. Ich wusste doch, dass ich die Beste bin. Ich bin unbesiegbar. Oh, du dumme Kuh. So, ja. Das hast du bei dieser Veranstaltung gewonnen. 35 Gold. Du warst so nah dran. Nur nicht den Mut verlieren. Trainiere einfach weiter. Das hast du toll gemacht. Sieh nur, wie sich der Zustand deines Pferdes verändert hat. Oha, oha. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt mal in den Laden und gucken mal, was wir kaufen können. So. Oha, die sehen aber hübsch aus. Was kosten die? Die kosten nur 20. Gefällt mir nicht.
Oha, wir können Handschuhe kaufen. Wir haben jetzt eine gelbe Reitkappe. Die würde gut. Oh mein Gott, die violette Reithose. Es tut mir leid. Okay, passt auf, wir haben jetzt die violette Reithose. Und Moment, wir ziehen es erstmal an und gucken schnell, wie es aussieht. Es tut mir leid, ich Das passt es zusammen schon, oder? Ich finde es gut. Ja, die ist viel besser, oder? Und die passt so perfekt zum Helm. Jetzt bräuchten wir nur noch was fürs Pferd. Gefällt euch die schwarzen Stiefel, gefallen die euch besser? Oh nee, aber blau passt nicht. Blau passt nicht. Was gibt's denn sonstiges? Da gibt's nichts. Super Sache. Sollen wir uns die schwarzen Reitstiefel noch kaufen? Die schwarzen sind eigentlich schon nice, oder? Was sagt ihr dazu? Weil wir haben ja auch einen schwarzen Sattel. Komm, das machen wir jetzt. Ja, bitteschön, bitteschön. Ich gehe gern shoppen. Tatsächlich nur in so Spielen. Ja, so viel schöner sind die aber nicht. Egal. Wir nehmen die jetzt. Dann misten wir auf jeden Fall noch aus. Hallo? Es tut mir leid, das Handy von meinem Sohn piept gerade. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Das Einzige, was ich beim Versorgen nicht so gerne mag, in dem Spiel, ist tatsächlich das Putzen. Das ist so eine langwierige Geschichte. Alles andere ist eigentlich voll okay. Ich mag das Spiel voll gerne. Ich frage mich nur gerade tatsächlich, wie ich an ein weiteres Pferd kommen kann. Ich hätte gerne noch ein anderes Pferd. Wie kriege ich ein anderes Pferd, Leute? Kann mir das jemand sagen? So, ich glaube eins noch, jawohl. So. Da sind wir doch fertig. So, der Tag ist zu Ende. Ja, ich hätte gesagt, dann machen wir hier auch Schluss, oder? Wenn der Tag zu Ende ist, weil, ja, ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, immer so tageweise zu spielen, oder? Ja, genau. So, dann hätte ich gesagt, dann haben wir heute ja Dressurtraining gemacht. Ich bin schon super gespannt, wann wir neue Sachen bekommen. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie hat euch die Folge gefallen? Wollt ihr, dass wir jetzt das Springen weitermachen? Also, dass wir quasi so hoppen, einmal springen, einmal Dressur? Oder soll ich eine Sache ganz hochbringen und dann erst die nächste Sache machen? Also, mir ist es egal. Ich finde beides cool eigentlich. Springen hat mir jetzt mega viel Spaß. Springen, ich sag mal springen. Dressur hat mir jetzt mega viel Spaß gemacht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Das ist immer super, super, super cool, das zu spielen. Das ist einfach, ja, eine ganz andere Welt. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!